Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. In diesem Teil 31 geht es um die Abstellanlage, um die Dekoration und die Landschaftsgestaltung, Teil 1. Wer die Dokumentationsreihe kennt, weiß, dass die anderen Module, also die, die schon fertig sind, mehr landschaftlich dargestellt sind. Also ein kleiner Bahnhof und ein Bauernhof. Die Module, die ich jetzt noch am Bauen bin, die sollen genau das Gegenteil darstellen, also mehr Industrie und Großstadt. Aus diesem Grund habe ich mir einen Bausatz gekauft, gebraucht gekauft, von einem Fabrikgebäude, ein Exklusivmodell von Faller aus dem Jahr 2002. Allerdings den Bausatz, den ich dann geliefert bekommen habe, der war so grottenschlecht zusammengeklebt, dass ich die meisten Teile wieder auseinanderbauen musste. Hier seht ihr, dass ich schon einige Teile auseinandergebaut habe. Das hier ist das Hauptgebäude, das brennend dargestellt ist, mit dem integrierten Rauchgenerator. Diese gelben Blättchen hier sollen das Licht, dieses Flackern verteilen. Seht ihr dann später. Dann haben wir hier die Maschinenhalle. Da waren ein paar Fenster verkehrt rum eingebaut und das Dach hat nicht richtig gepasst. Das Kesselhaus, was so ähnlich aussieht wie meine stillgelegte Fabrikanlage. In der Tüte hier ist noch die Einfriedung, also die Mauer. Und das hier ist das Nebengebäude. Das ist das einzige Gebäude, was so einigermaßen in Ordnung ist. So, mittlerweile habe ich das Maschinenhaus wieder neu zusammengebaut und ein bisschen auf alt getrimmt. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Das Nebengebäude habe ich ebenfalls auf alt getrimmt. Das hier wird später die Einfahrt, also der Torbogen praktisch. Ja, und das Hauptgebäude, da bin ich immer noch dran. Die Seite ist mittlerweile angeklebt und auf alt getrimmt. Man sieht halt überall die Macken, die gebrochenen Stellen. Von hinten der Rauchgenerator. Soweit erstmal. Und als nächstes geht es weiter mit diesem kleinen Bauteil. Ich habe also dieses Flackern, was original von Faller mit dazugegeben wurde. Das waren Glühlampen, die habe ich ausgebaut und habe mir dafür eins mit LED besorgt. Und das muss ich jetzt noch einbauen. Und das hier ist noch eine der Lampen, die dann über die Tür kommen. Und dafür muss ich jetzt erstmal hier ein 3 mm Loch bohren. Den Grat entfernen. Und jetzt kann ich die Kabel durch das gebohrte Loch führen und die Lampe befestigen. Von den Lampen werden an den beiden Gebäuden, also an dem brennenden Gebäude und an dem Nebengebäude je zwei, verbaut, also insgesamt vier. Da die letzten Module ja Industrie und Großstadt darstellen sollen, sollen diese auch im Dunkeln, also bei Nacht, hell erleuchtet sein durch die ganzen Straßenlampen und Häuserbeleuchtung etc. pp. Als nächstes mache ich jetzt hier noch ein Vordach. Dafür nehme ich einfach hier so einen Kunststoffrest, den ich zuschneide. Der wird dann gleich noch mit dunkelbrauner Farbe angestrichen und dann kommt er so über die Tür. So sieht das angeklebte Vordach dann aus, mit der eingebauten Lampe. Und als nächstes geht es dann weiter mit dem Innenausbau sozusagen. Als erstes klebe ich jetzt hier ein Stück Alufolie auf.
Das soll das Licht von dem Flackerbausatz ein bisschen verstärken. Dazu wird die Alufolie angepasst und dann einfach eingeklebt. So sieht das dann aus. Muss halt noch zugeschnitten werden. Hier seht ihr jetzt das Teil mit dem eingeklebten Bausatz, der das Flackerlicht darstellt. Und den habe ich auf ein Stück Kork aufgeklebt als Isolation. Und das Ganze sieht jetzt schon mal so aus. Funktioniert ganz gut. Und von vorne dann so. Und hier sieht man jetzt den Unterschied, ohne diese gelben Kunststoffplatten, die das Licht dann verteilen, ist es nicht so hell. Wenn ich jetzt dieses Kunststoff reinmache, dann sieht man schon den Unterschied, es fällt viel mehr auf, dieses Flackerlicht. Der Rauchgenerator funktioniert auch, allerdings sieht man das hier im Film eigentlich ein bisschen schlecht. Hier von der Seite fällt das dann schon mehr auf. Okay, soweit, so gut. Flackerlicht geht, Rauchgenerator funktioniert, Gebäude ist zusammengepappt. Dann geht es als nächstes an den Untergrund und dafür klebe ich Pappe auf das Modul. Das hat den Grund, dass ich das Niveau, das Bodenniveau, auf dem die Fabrik steht, etwas erhöhen will. Und das wiederum hat den Grund, dass man dann später, wenn die Straße mit dazukommt, einen Absatz hat zwischen Straße und Bordstein oder Parkplatz. Die Pappe ist jetzt aufgeklebt. Die bräunlich-gelben Stellen oben ist Holzspachtel. Damit habe ich die Übergänge ein bisschen verbessert, verschönert. Und jetzt werde ich auf die Pappe diese Folie aufkleben, die Kopfsteinpflaster darstellen soll. Dann wird das Ganze in dunkelgrau gestrichen. Und dann können eigentlich schon die Fabrikgebäude, die Teile schon drauf. Was man hier in der Maschinenfabrik schön sieht, ich habe den Schornstein vom Kesselhaus genommen und habe die mit an das Maschinenhaus geklebt. Als nächstes messe ich aus, wo die Kabel durchgeführt werden. Da muss dann noch ein Loch in das Modul gebohrt werden. Der Durchmesser für das Loch nämlich 6 mm. Da hat man genug Spielraum. Wenn das Loch dann gebohrt ist, kann ich das Gebäude draufstellen, also die Kabel durchführen, das Gebäude draufstellen und befestigen. Als nächstes werden noch Löcher gebohrt für das Haupt- und das Nebengebäude, um da die Kabel durchzuführen. Hier ist noch der Unterschied, das Nebengebäude bekommt ebenfalls eine Aluminiumfolie aufgeklebt, um das Licht ein bisschen zu reflektieren. Und hier ist es noch so, dass ich das LED auf die Modulplatte klebe. Jetzt mache ich erstmal einen Test, ob es auch geht. So, funktioniert. Und dann wird das Haus drüber gestellt. Als nächstes kommt dann die Einfriedung. Dafür habe ich hier diese Teile, die noch unbenutzt sind.
Den Torbogen hier, den Doppelbogen, den habe ich mir aus zwei einzelnen zusammengeklebt. Jetzt kommt die Mauer um das Gebäude rum. Von oben sieht das Ganze dann so aus. Und während das trocknet, habe ich die Straße gemalt mit hellgrauer Farbe und mit einem weißen Lackstift habe ich die Fahrbahnmarkierungen dargestellt. Als nächstes mache ich den Untergrund für die zweite Fabrik, die daneben steht, ebenfalls mit Pappe, die auf das Modul geklebt wird. Dann wird dann noch der Bürgersteig in Grau angemalt und die Fläche, wo die Fabrik aufsteht, die male ich hier in Dunkelgrau. Während jetzt die Farbe trocknet, nehme ich mir ein Schleifpapier, in dem Fall ein 80er Schleifpapier und zerkratze sozusagen die Straßenoberfläche, sodass sie benutzt aussieht. Als nächstes trage ich dann Holzleim neben der Straße auf und an den Flächen um das Gleis oder neben dem Gleis, um das Ganze dann zu begrünen. Weil der Holzleim überall aufgetragen ist, wird das Ganze mit grüner Grasfaser bestreut. Ein bisschen andrücken, damit es gut hält. Und dann kommt noch Büsche und ein paar Bäume. Das überflüssige Grasmaterial wird dann mit einem Pinsel entfernt und gesammelt. Ja, soweit. Die Straße fertig. Das erste Fabrikgebäude steht. Gras haben wir aufgetragen. Büsche und Bäume. Dann machen wir jetzt hier hinten einen schönen Übergang von dem Modul mit dem Berg zu dem Modul mit der Abstellanlage. Und dafür werden Steinimitate hier aufgeklebt, die diesen Steinschlag fortführen. Dann schwenken wir mal wieder zurück, sodass die Straße im Bild ist. Und hier male ich jetzt die Mittellinie, die gestrichelte Linie nach. Und dazu habe ich mir hier eine Schablone gebaut. Einfach ein Stück Pappe, in dem ich den Abstand aufgezeichnet habe. Dieser Pappstreifen hat übrigens die halbe Breite der Straße, sodass ich den an der Kante von dem Bürgersteig zur Straße anlegen kann und habe dann die gestrichelte Linie immer in der Mitte der Straße. Und diese gestrichelte Linie male ich jetzt mit einem weißen Lackstift auf meine Straße auf. Das Ganze sieht jetzt schon mal so aus. Für das zweite Fabrikgebäude entferne ich hier einen Teil von der Pappe, da das Fabrikgebäude eine Bodenplatte hat, die ich nicht weglassen konnte. Die habe ich nur etwas zurechtgeschnitten, ein bisschen kleiner gemacht, schmaler gemacht, damit das Ganze auf das Modul passt. Nachdem die Pappe jetzt hier entfernt wurde, werden die Kanten noch farbig gemalt. Dann brauchen wir natürlich Beleuchtung. Dafür habe ich hier diese LEDs vorbereitet. Einfach 5 mm LED, ein 680 Ohm Vorwiderstand und zwei Kabel. Und ebenfalls auf die Platte kommt jetzt ein Stück Alufolie. Und auf die Alufolie klebe ich dann die LEDs.
Und dann kann als nächstes das Gebäude drüber gestellt werden. In dem habe ich ebenfalls Alufolie eingebracht, um das Licht zu reflektieren. Und wenn das Licht überall verteilt ist und ein bisschen heller strahlt. Das Kabel, was ich hier durchführe, ist von der Beleuchtung über der Eingangstür. Hier habe ich Holzleim aufgetragen, jetzt kann ich das Ganze auf das Modul kleben. Man sieht, dass ich das Gelände um die zweite Fabrik braun gemalt habe, bis auf diesen Streifen an der Laderampe. Und diese braune Stelle ist hier nur eine Grundierung und da kommt jetzt Holzleim drauf und dann Grasfaser. Ist hier eine kleine Fabrik. Das Gelände drumherum soll ein bisschen begrünt und bepflanzt sein. Und das mache ich jetzt hier. So, als nächstes mache ich wieder hier drüben weiter. Nachdem jetzt die Grasfaser getrocknet ist und die Steine etc. fehlen natürlich noch Bäume. Jede Menge Bäume und die klebe ich jetzt auf. Dann brauche ich noch ein Auto. Dafür nehme ich diesen pinken VW-Bus. Da wir ja die Bergsteiger da haben und den Fotograf, der muss ja irgendwie dahin gekommen sein. Und da hier übers Grüne gefahren ist, machen wir hier so eine Art Feldweg, in dem ich einfach braune Streu auftrage, also Holzleim und dann braune Streu. Und dann kommt ans Ende von diesem Weg dieser pinke VW-Bus. Hier vorne jetzt an der Fabrik habe ich noch auf die Ecke eine Straßenlaterne aufgestellt und den Zaun. Hier noch ein Baum. Der Baum ist einmal ein Lückenfüller und zum zweiten hält er den Zaun am Ende ein bisschen fest. Noch eine zweite Straßenlaterne aufstellen, dann ist die Seite eigentlich soweit fertig. Bis auf den Schornstein, der noch in der Fabrik fehlt. Jetzt hier auf der anderen Seite kommt jetzt auch noch ein Zaun hin, neben die Straße, die an die Laderampe geht. Um den Zaun aufzukleben, nehme ich einfach Holzleim. So, und jetzt kommt hier auch noch ein Baum hin. Das wird auf der Seite der einzige bleiben. Und dann noch vier Straßenlaternen, von denen momentan nur zwei verfügbar sind. Die kann man ja schon mal aufstellen. Nummer 1. Und Nummer 2. Soweit, so gut. Dann geht's weiter mit dem Dekorieren der Fabrikgebäude. In dem Fall klebe ich Kisten auf. Dann kommt noch ein LKW dabei und zwei Figuren. Wenn man jetzt rechts rüber schaut, sieht man auf dem Parkplatz, habe ich schon vier Autos abgestellt. Hier im Innenhof stehen oben im Bild zu sehen Müllcontainer. Und hier an der Maschinenhalle stehen Fässer und Gasflaschen. Und auf der Ecke steht jetzt hier noch ein roter Hydrant. Jetzt kommen noch ein paar Fässer dazu und eine Kiste. Und dann fehlen natürlich noch die Fabrikarbeiter.
Die stelle ich vor die Tür, weil die das brennende Gebäude anfeuern, bejubeln, betrachten. Ja. Und da ein Gebäude gelöscht wird, wenn es brennt, fehlt natürlich die Feuerwehr. Und die stelle ich jetzt hier auf. Und dafür habe ich 4 Feuerwehrautos, 2 Drehleiterwagen und 2 Mannschaftswagen. So, da stehen sie. Da die Ecke hier vorne mir ein bisschen zu leer vorgekommen ist, kommt da noch eine Palette hin und 2 Kabelrollen. An dem Nebengebäude sieht man eine Kiste und neben der Kiste steht ein Hydrant. Und jetzt fehlen natürlich noch die ganzen Feuerwehrleute. So, die Feuerwehrleute sind jetzt auch da. Und jetzt machen wir noch die Schläuche, mit denen gelöscht wird. Die schneide ich hier zu und klebe sie an die Figuren und an den Hydrant und an die Autos etc. Ist ein bisschen fummelig das Ganze. So. Die Hofbeleuchtung wird jetzt hier noch festgemacht. Was jetzt noch fehlt, sind die Sanitäter. Die kommen jetzt. 2 Sanitäter, die eine Person wegtragen. Dann brauchen wir natürlich noch die Krankenwagen. Und jede Menge Verletzte. Die haben wir jetzt aufgebracht. Einen zweiten Krankenwagen kommt auch noch dazu. Dann fehlt jetzt noch die Polizei. Die sperrt den Eingang zur Fabrik ab, um den dicken LKW da aufzuhalten, der von links kommt. Und am Eingang habe ich noch eine Beleuchtung. Eine zweiflammige Peitschenleuchte, passend zum Rest und zur Straßenbeleuchtung. Hier sieht man noch, die Feuerwehr hat jetzt nicht nur Schläuche, sondern auch das Wasser. Das Wasser habe ich dargestellt mit einer Glasfaser. Und jetzt habe ich hier noch ein Wasserimitat von der Firma Noch. Das habe ich damals benutzt bei dem Modul mit der Brücke. Und das soll jetzt hier darstellen, dass das Wasser an der Fassade runterläuft. Am Anfang ist dieses Mittel immer weiß, eigentlich ganz praktisch. Man sieht genau, wo man das Teil hinschmiert. Wenn es getrocknet ist, ist es durchsichtig. Und damit sieht es dann aus wie Wasser. Na, hier ist die Flasche. Wassereffekt. Und so sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Die 2 Kabel, die aus dem Schornstein gucken, die sind für einen Rauchgenerator, den ich bestellt habe, aber der ist noch nicht geliefert worden. Dann gucken wir uns ein bisschen die Details an. Man sieht hier das Flackern im Maschinengebäude, das soll ein Schweißen darstellen. Hier vorne die Polizei, die den Verkehr regelt und mit den Leuten spricht. Der Innenhof mit den Feuerwehr- und Krankenwagen, den Feuerwehrleuten und Sanitätern und so weiter und so fort. Und hier das Ganze in der Übersicht. Jetzt zeige ich euch die Feuerwehrleute mit ihren Wasserschläuchen nochmal von nahem. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch das Wasser, das an der Fassade runterläuft. Ja, richtig viel Action. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und so das Ganze von der Seite. Und jetzt sieht man nochmal die zweite Fabrik, die kleinere. Hier die
Laderampe. Vorne an der Straßenlaterne ist noch ein Müllcontainer aufgestellt. Ein Fahrradfahrer. Wenn wir hier rüberschwenken, ein einsamer Porsche, der die Straße entlang fährt. Und die zwei Straßenlaternen, die vorhin noch gefehlt haben, sind jetzt auch mittlerweile aufgestellt. Der Rauchgenerator wurde mittlerweile auch geliefert und ist eingebaut. Und zum Abschluss nochmal ein Überblick über die Anlage mit eingeschaltetem Rauchgenerator und Beleuchtung. Dann sind wir durch. Das war's soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.